Eine ukrainische Völkergruppe, das Volk der Samojeden, gab dieser weißen Schönheit ihren Namen. Die Samojeden waren Rentiernomaden und wohnten in sogenannten Stangenzelten. Die Hunde waren vor allem Wächter und Hüter der Rentierherden, halfen aber auch bei der Jagd auf Pelztiere und wurden bei Bedarf vor den Schlitten gespannt. Der britische Zoologe Scott brachte sie nach England, wo auch zunächst die Reinzucht erfolgte. Von da kamen die Samojeden dann nach Europa. Seine Bindung an den Menschen war stets eng. Er durfte mit in den Zelten leben, seine Selbstständigkeit wurde aber nie in Frage gestellt. Auch heute noch ist der Samojede selbstständig und unabhängig. Er ist freundlich und aufgeschlossen gegenüber Menschen. Typisch für nordische Hunde neigt er nicht zu übertriebener Waghalsigkeit, aber auch nicht zu Ängstlichkeit. Er ist intelligent, aufmerksam und voller Tatendrang. Der Samojede ist sehr lebhaft, neugierig und gesellig. Die Rasse ist generell verträglich gegenüber Artgenossen, etwas eigensinnig und weniger trainierbar als viele andere Rassen. Trotz ihrer Gelehrigkeit sind sie wenig unterordnungsbereit und mit einem Samojeden bekommt man einen temperamentvollen und unternehmungslustigen Begleiter, mit dem es nie langweilig wird. Die robuste und wetterfeste Rasse liebt den Aufenthalt im Freien und ist daher nicht unbedingt für bequeme Menschen geeignet. Auch für Hunde-Neulinge würde ich ihn nach meiner ausgiebigen Recherche nicht empfehlen. Hier verweise ich gerne darauf, dass ich verschiedene Quellen mit einbeziehe und aus diesem Querschnitt eine Empfehlung ausspreche. Individuelle Erfahrungen können hier leider keine Berücksichtigung finden. Hierzu bitte ich Halter und Halterinnen, ihre eigenen Erfahrungen gerne in den Kommentaren zu teilen zur Vervollständigung des Rasseporträts. Gerne nehme ich auch Rassewünsche entgegen, so wie in diesem Kommentar. Ich hatte jetzt den Spitz angekündigt, werde aber auf den Appenzeller Sennenhund switchen. Wenn du einen Hund dieser Rasse hast oder hattest, schreibe mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare, dann kann ich diese im nächsten Video mit einbauen. Nun aber zurück zum Samojeden. Wie alle Hunde des Urtyps bzw. wo keine Selektion auf Schönheit erfolgte, sind diese Hunde oftmals sehr eigenständig. Samojeden brauchen viel Auslauf und eignen sich durchaus auch als Wagen- und Schlittenhunde. Sie sind jedoch langsamer als Huskies. Auch Carnicross käme hier als Sport in Frage. Sie lieben einfach das Laufen, was auch gut als positiver Verstärker im Training eingesetzt werden kann. Auch simulierte Beute, ein Dummy zum Beispiel, die das Jagdverhalten beim Samojeden auslöst, kann zum Training eingesetzt werden. Diese Beute muss vom Besitzer, der Besitzerin, aber kontrolliert und als Verstärker für richtiges Verhalten eingesetzt werden. So kann man sich die jagdliche Motivation des Samojeden sinnvoll zunutze machen. Wenn du dir einen Samojeden holst, solltest du früh einen sicheren Rückruf trainieren und hier mit hochwertigen Belohnungen arbeiten. Positive Bestärkung, liebevolle Konsequenz und ein Gespür für die richtige Belohnung sind hier ausschlaggebend. Die Samojeden neigen dazu, stark zu haaren und brauchen ausreichende Fellpflege, gerade im Sommer. Bedenke, dass Hunde dieser Rasse an der Samojeden-Erbglomerulopathie erkranken können, eine erblich bedingte Nierenerkrankung. Das sollte auch bei der Wahl einer Krankenversicherung berücksichtigt werden, da es durchaus Versicherungen gibt, die Kosten, die durch erbliche Krankheiten entstehen, nicht übernehmen. Auch können Samojeden an einer seltenen Form des Zwergenbucks erkranken. Das ist eine Kurzbeinigkeit, die mit Augenanomalien zusammen auftritt. Eine Lungenstenose tritt bei dieser Rasse häufiger auf im Vergleich zu anderen Rassen und kann Atemnot und Herzrhythmusstörungen auslösen. Auch Hüftgelenksdysplasien sind bei der Rasse häufiger festzustellen. Achtet hier, wie natürlich immer, auf eine seriöse und gute Zucht. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und dann hören wir uns im nächsten Video.